Ja, hallo und herzlich willkommen, meine Freunde. Ich bin's wie immer, Gunshot, und ich melde mich wieder zu Infos von Escape from Tarkov. Beziehungsweise haben die Entwickler wieder ein bisschen was durchlaufen lassen. Und zwar war ja in meinem letzten Videos das neue Feature zu sehen, und zwar der Hideout. Also im Endeffekt der Unterschlupf für unsere Spielcharaktere. Dazu wurden Fragen beantwortet und diese Liste liegt mir hier gerade vor und ich möchte euch im Endeffekt ein wenig mit eintauchen lassen, was genau denn da an Fragen aufgekommen sind und was für Antworten natürlich die Entwickler darauf gegeben haben, um uns natürlich auch jetzt schon einen näheren Einblick darin zu geben, was der Hideout im Endeffekt für uns sein wird bzw. für Möglichkeiten bereithält. Kommen wir einmal zu den Fragen. Und zwar war eine: Können wir andere Spieler zu unserem Versteck bringen oder einladen? Dazu sagen die Entwickler, dass das sehr wohl und sehr gut möglich sein wird in Zukunft, auch halt unser Versteck mit anderen Spielern zu teilen. Auf jeden Fall schon mal eine geile Info, dass wir wissen, dass halt auch unsere Mates im Endeffekt mit in dieses Versteck rein können. Nächste Frage. Wird das Versteck von Scuffs oder anderen Spielern angegriffen, beziehungsweise kann es angegriffen werden? Nein, meine Freunde, die Hideouts werden sich in einer sicheren Zone innerhalb von Tarkov befinden und somit nicht von Angriffen der Scuffs oder anderen Spielern bedroht sein. Nächste Frage. Sie haben die upgradebare Sicherheit erwähnt. Was verbessert das? Ja, die Antwort darauf, meine Freunde, also wir werden in der Lage sein, die Einstiegstür zu unserem Hideout zu verstecken und auch Sicherheitskameras zu installieren. Nächste Frage. Bedeutet das, dass wir im Endeffekt nur den Treibstoff wie Loot einfach besorgen müssen, um halt die Generatoren am Laufen zu halten? Ja, die Spieler müssen den Treibstoff looten, suchen etc., um natürlich die Hideout-Generatoren wieder aufzufüllen und im Endeffekt in Ordnung und instand zu halten. Nächste Frage. Wo wird das Versteck liegen? Irgendwo auf der Karte oder in einer separaten Instanz? Also der Hideout befindet sich in einer separaten Instanz außerhalb dem Rest des Spiels. Also ein Bereich zum Entspannen, Erholen, zum Aufmunitionieren und so weiter zwischen den Raids etc. Nächste Frage. Ist das Versteck über das Hauptmenü zugänglich? Also genauso wie die Händler und das Stash? Ja, wir können direkt aus dem Hauptmenü in den Hideout gelangen. Nächste Frage. Gibt es da denn auch irgendwo Scuff-Wächter? Zu diesem Zeitpunkt nicht, aber die Entwickler planen auf jeden Fall ein cooles Feature in Bezug auf die Scuffs und auf die Hideout in der Zukunft hinzuzufügen. Auf jeden Fall sollen wir da nochmal dranbleiben, was zukünftige Details angeht. Ich nehme einfach mal an, ich weiß zwar nicht, erst hieß es ja, man soll die nicht angreifen können, auch Spieler nicht. Wäre natürlich eine Möglichkeit, wenn man da aber direkt übers Hauptmenü zukommt. Na gut, wenn man rausgeht und so weiter, ob das Scuff-Wachen sind, ich kann es mir nicht vorstellen. Schreibt mir mal in die Kommentare, wie ihr euch das vorstellen würdet, wenn die da noch irgendwas mit Scuff-Wachen etc. implementieren, was ihr da für Ideen hättet. Ich selbst kann es mir unter den gegebenen Voraussetzungen gerade irgendwie nicht vorstellen, weil es wenig Sinn macht, wenn wir es eh übers Hauptmenü direkt gehen können, oder? Also, ab in die Kommentare. Nächste Frage. Werden wir die Möglichkeit haben, kundenspezifische Kunst, Bilder oder Plakate hochzuladen und dann im Endeffekt daraus auch eigene Kunst oder auch Graffitis zu machen? Das ist eine tolle Idee. Die Entwickler werden diese Idee unter dem Entwicklungsteam mal verbreiten und sehen, was davon tatsächlich möglich ist. Also ich muss ganz ehrlich sagen, das selbst ist mir jetzt nicht so wichtig, aber ich kann mir schon vorstellen, wo da der Hintergrund besteht. Im Endeffekt so, dass man sozusagen sein Wappen oder sein Clan-Tag auch an Wände sprayen kann etc. pp. Das zum Beispiel halt auch in dem eigenen Hideout zu machen. Ich denke, da liegt die Idee der Frage hinter. Nächste Frage. Ersetzt das Versteck den Stash? Also wird der Hideout-Modus als Ersatz oder 3D-Alternative zum aktuellen Zeicheninventar-Bildschirm dienen? Nein, der Hideout ersetzt auf jeden Fall das aktuelle Inventar, den Stash oder die Trailer-Bildschirme nicht vollständig und ist im Wesentlichen nur eine visuelle Darstellung des Stashs. Also du kannst in deinem Versteck auf deinen Stash zugreifen, aber er ersetzt den Stash nicht vollständig. Nächste Frage. Kann ich im Hideout herumlaufen? Ja, wir können uns in unserem Versteck frei bewegen und dort auch herumlaufen. Nächste Frage. Wenn wir aus dem Raid draußen sind, werden wir denn automatisch wieder zurück zum Versteck geschickt oder wird es eine andere Option im Hauptmenü sein? Also zu diesem Zeitpunkt wird die Rückkehr zum Hideout nur optional sein und über das Hauptmenü am Ende eines Raids kann man das dann auswählen, wo man im Endeffekt hin zurück möchte.
Nächste Frage. Rüste ich mich aus, indem ich in die Regale gehe und nehme, was ich brauche? Also nicht mehr über die Menüausrüstung oder werden beide verfügbar sein? Dazu sagen die Entwickler, nein, wir müssen uns nicht aus den Regalen ausrüsten. Also ich nehme einfach mal an, dass die Sachen halt nicht in den Regalen rumliegen werden, sondern dass wir einfach nur über die Regale bzw. über den Stash wieder auf diese Inventaransicht kommen oder zu dieser Inventaransicht und dort einfach da wieder ganz normal equippen. Nächste Frage, wie würde das mit dem Clan-System funktionieren? Können wir Clan-Verstecke mit dem gemeinsamen Clan-Stash dort haben? Die Entwickler sagen auf jeden Fall dazu, dass es eine tolle Idee sei und auch möglich sein soll. So haben die Entwickler das auch geplant, dass das mit implementiert wird, aber werden erst weitere Details bekannt geben, sobald dann auch die Zeit dafür reif ist. Bezüglich den Händlern, können wir den Computer oder den Laptop, wie in den Bildern gesehen, benutzen, um mit den Händlern zu kommunizieren? Wie werden unsere Artikel dann an uns geliefert? Dazu sagen die Entwickler, du wirst nicht verpflichtet sein, auf Trader über den Laptop zuzugreifen. Wir können die Trader über das traditionelle Trader-Menü besuchen, die derzeit halt auch in der Alpha verfügbar ist. Dazu, meine Freunde, es gibt einige Fragen wirklich, wo ich mir denke, wer zum Teufel kommt auf solche Fragen? Also ich meine, im Realismus ist das bestimmt interessant, aber sonst finde ich das ja total dämlich. Wenn ich über Trader-Menü die Sachen schon kriegen kann, warum sollte ich denn in-game auch nochmal an einen Laptop gehen, um dort... Ja, okay, ihr versteht das schon, wie ich das meine, oder? Natürlich ist eine Vielfalt da noch irgendwie geboten, aber ich fände das doch irgendwie arg doppelt gemoppelt. Eure Kommentare dazu wieder, ne? Ab in die Kommentarbox da unten. Nächste Frage. Wie ist das mit der Munitionserstellung? Wäre das halt Munition von einer gewissen Qualität oder ist es durch Fähigkeiten in den Modulen bestimmt, die wir bereits angebracht haben? Und wie sieht es denn auch noch mit den Medikamenten aus? Also dazu sagen die Entwickler, dass wir Ressourcen sammeln müssen, wie zum Beispiel auch Pistolenpulver. Wenn wir zum Beispiel dort im Workbench im Hideout aufrüsten, wird es zusätzliche Crafting-Blaupausen freischalten, die uns im Endeffekt natürlich auch andere Munitionsarten, qualitativ hochwertigere Sachen herstellen lassen. Gerade auch Munition zu craften wird sehr viel Zeit beanspruchen und um halt auch die Menge an Zeit zu verringern, müssen wir den Fortschritt und der Fähigkeiten immer weiter ausarbeiten. Das heißt, durch wiederholtes Herstellen von Munition beschleunigen wir den Vorgang dadurch, dass wir dort damit auch mehr Erfahrung kriegen. Gegenstände wie Medkits benötigen alternative Komponenten wie zum Beispiel medizinische Ressourcen. Weitere Details dazu und so weiter werden halt in Zukunft bekannt gegeben. Nächste Frage. Wird es einen Community-Hideout geben, wo es nur einen Pro-Roaming-Server gibt? Dazu sagen die Entwickler nein, zu diesem Zeitpunkt nicht. Es wird keinen Community-Hideout in kostenloser Roam-Map geben etc. pp. Und zur nächsten Frage. Sind unsere Verstecke Teil des Free-Roam-Modus? Also werden wir in der Lage sein, andere Verstecke des Spiels innerhalb der Karte oder des Servers zu finden? Dazu sagen die Entwickler, dass zu diesem Zeitpunkt die Hideouts nicht zu finden sein werden, auch nicht in den Free-Roam-Modus bzw. die Map implementiert werden, da sie halt von allen Raid- oder Free-Roam-Instanzen getrennt sind. Nächste Frage. Außerdem werden die Einzelklassen die eigenen Container getrennt, also Waffenkisten oder Waffenracks, dann Kühlschränke für Lebensmittel und Wasser und Kühlschränke für die Aufbewahrung von Medikamenten, Kleiderständer und so weiter und so fort. Dazu sagen die Entwickler, nein, es gibt keine separaten Container für spezielle Artikel oder Positionstypen oder sonst sowas. Die lediglich Funktion des Stashs wird einfach gegeben sein, wodurch wir auf sozusagen den Stash zugreifen können und dort ist dann auch gleich alles drin. Nächste Frage. Mit dem Schussbereich und der Schusslautstärke, müssen wir denn die Ohrenschützer benutzen? Beziehungsweise macht es gerade irgendeinen Unterschied, wenn das drin ist, beziehungsweise wenn wir sie aufhaben? Also zu diesem Zeitpunkt ist die Ballistic Ear Protection in-game nicht wirklich ausschlaggebend. Also es liegt jetzt bloß an uns, ob wir das ausrüsten wollen oder halt nicht. Nächste Frage. Wie können wir das Versteck freischalten? Finden wir einen großen leeren Bunker im Spiel oder kaufen wir es von einem Händler oder ist es uns von Anfang an gegeben? Also zurzeit gibt es noch keine Details darüber, wie genau das stattfinden wird. Es ist aber sehr möglich, dass das Versteck eine besondere Questbelohnung sein wird. Nächste Frage. Wie umfangreich wird die Anpassung des Verstecks sein? Können wir 20 Tische von einem Händler kaufen, nur um es einfach zu wollen? Oder gibt es da eine Setverlage
Setvorlage, um es einfach nur ansatzweise zu aktualisieren. Also die Anpassungsfähigkeit wird etwas begrenzt, da dies ein ergänzendes Merkmal und kein Kern-Gameplay-Feature ist, wird es halt auf eine Preset-Konfiguration mit verschiedenen Upgrades begrenzt sein. Nächste Frage. Wird es eine genaue Objektplatzierung innerhalb der jeweiligen Zonen verschiedener Zwecke geben? So können wir zum Beispiel wählen, wo wir alle Ziele in unserem Schießstand platzieren, oder ist alles auch wieder eine Setvorlage, die wir nicht verändern können? Auch hier gibt es wieder keine präzise Platzierung von Objekten im Hideout. Nächste Frage. Können wir bitte einen Music Player in unserem Versteck haben? Vielleicht sogar unsere eigenen, indem sie eine Playlist in bestimmten Orten des Spiels einfügen und wir diese dort dann abhören können? Okay, dazu sagen die Entwickler, das ist eine tolle Idee. Die Entwickler planen dort, einen Musikplayer einzufügen, und es soll wohl sehr wohl möglich sein, dass dort auch eine Funktion kommen wird, wodurch wir halt einen Musikordner mit implementieren können, also mit unseren eigenen Liedern. Meine Freunde, ich muss da ein bisschen lachen. Natürlich ist das alles irgendwo realitätsnah, aber das sind so teilweise Features, das ist alles so kleine Gimmicks, die für mich aber gar nicht so sein müssen. Ich meine, wenn ich Musik hören möchte im Spiel oder währenddessen, dann habe ich doch meinen PC. Warum extra? Das bringt so das alte GTA-Feeling, glaube ich, wieder, ne? Wenn alle Leute da im Auto gesessen haben und ihren eigenen MP3-Player-Radiokanal angeschaltet haben in dem Auto und dann ihre eigene Mucke lief. Das fand man natürlich immer toll, und anscheinend ist das auch hier so. Auch hierzu mal eure Meinung in die Kommentare, meine Freunde. Nächste Frage. Wie viele Module können wir gleichzeitig einsetzen? Ist es ein bestimmter Betrag, den wir wählen müssen, oder können wir direkt alle verfügbaren reinmachen? Nein, das Hideout wird im Wesentlichen einen Baum von freischaltbaren Modulen und Upgrades haben. Aber du musst halt keine Entscheidung abwägen, von dem Upgrade zu nutzen ist. Also vollständig aktualisiert bietet das Hideout dann auch wirklich alle verfügbaren Module-Upgrades, die verfügbar sind. Also du kannst nicht durch einzelne Upgrades irgendwelche anderen Upgrades ausschließen. Nächste Frage, wie werden die Module eingestuft? Ja, die Module werden in einem tierbasierten System sein. Also da wird es mehrere Tierstufen geben, an denen wir uns dann hochhangeln. Nächste Frage. Gibt es seltene Module? Ja, es werden wohl seltene Module, auch namens Elite-Module, verfügbar sein. Nächste Frage. Was und wie viele Arten von Ressourcen müssen wir für das Versteck sammeln? Wie funktioniert das? Also wir müssen viele verschiedene Gegenstände sammeln. Jedes Modul hat Voraussetzungen. 5 Werkzeugsätze, 4 Autobatterien und Level 5 Intelligenz, Geschick zum Beispiel. Das müssen wir erfüllen an Anforderungen, um halt auch mit dem Bau beginnen zu können. Nächste Frage. Wird jedes Versteck gleich sein oder werden sie unterschiedlich aussehen? Wenn ja, in welcher Weise? Alle Verstecke werden im Wesentlichen mit dem Basic Setup beginnen und werden durch die Wahl des Spielers in Upgrade-Module zur Installation angepasst. Nächste Frage. Wird es Gehäuse bzw. Objektmodifikationen geben, wie zum Beispiel in Fallout, die zum Beispiel aktiv gezeigt werden, wie Elemente, wie Waffen auf Wandregalen, Essen und Getränke auf Regalen etc.? Ist das etwas, das wir in Escape from Tarkov erwarten können? Dazu sagen die Entwickler, dass die tatsächlich überlegen, diese Funktion einzufügen, aber auch hier nichts, ja, direkt schon festmachen. So, meine Freunde, jetzt kommen wir noch zu ein paar anderen populären Fragen. Und zwar folgende Frage zum Beispiel. Also ich kürze die Frage mal kurz ab. Es geht zum Beispiel darum, dass wohl in meinem Interview Nikita gesagt oder keine Antwort darauf gegeben hat, ob es Maschinengewehrgürtel geben wird. Etc. und so weiter für die RPK etc. Obwohl das teilweise halt schon in Videos im Studio zu sehen war etc. Trommelmax und so weiter. Die Antwort darauf ist, es wird MG-Gürtel und so weiter geben. Dass er darauf nicht geantwortet hat, hieß jetzt nicht, dass das nicht implementiert wird, nur dass es zurzeit halt langweilig sei, diese jetzt zu implementieren. Wird es noch ein Update oder 2 vor der geschlossenen Beta geben? Dazu die Antwort, ja, es wird ein Update vor dem Beginn der geschlossenen Beta geben. Also nehme ich jetzt einfach mal an, wir haben jetzt noch ein Update und danach ist dann das nächste definitiv halt die geschlossene Beta. Nehme ich jetzt einfach mal so an, höre ich mal so raus, hoffe, ich habe das auch an sich richtig übersetzt und verstanden. Wird das Verstauen und die sicheren Container-Upgrades, also überhaupt der Hideout, im Beta-Start verfügbar sein? Wenn nicht, wann planen Sie, diese Features dann halt hinzuzufügen? Also nein, zum Beta-Start nicht.
Wie bereits angekündigt, soll der Hideout in der Open-Beta-Phase implementiert werden. Also meine Freunde, hört zu, nicht in der Closed-Beta, sondern in der Open-Beta kommt der Hideout. Ja? Nicht durcheinander bringen, das habe ich am Anfang auch kurz verwechselt, aber nochmal für euch, dass ihr das nochmal mitbekommen habt. Kommen wir zu einer anderen Frage, die natürlich auch aufkam, und zwar, ob Makros den Spielern verboten sein wird im Spiel. Also zu diesem Zeitpunkt nein. Die Entwickler behalten sich allerdings das Recht vor, diese Entscheidung zu jeder Zeit zu ändern. Allerdings kann die Verwendung von Makros unvorhergesehene Probleme innerhalb des Spiels verursachen und es wird auf keinen Fall empfohlen, diese zu benutzen. Nächste Frage. Wie wird der Tod beeinflusst? Also wenn wir jetzt sterben, machen Dinge wie Strahlung und andere negative Effekte noch Wirkung oder gehen die dann weg, wenn wir sterben? Die Entwickler erwägen, die Möglichkeit der Strahlung und andere negative Auswirkungen bleiben mit dem Spieler auch nach dem Tod, meine Freunde. Das heißt, habt ihr eine Strahlenvergiftung erlitten und seid halt bei einem Raid gestorben etc. pp. Und ihr startet wieder neu. Ist der Strahlungslevel oder zumindest ist diese Strahlungsvergiftung auf euch immer noch aktiv und ihr müsst sie versorgen? Nächste Frage. Ist die Gesundheit, wenn wir jetzt zum Beispiel aus einem Raid rausgehen, sowie Rüstung repariert? Oder müssen wir uns dafür Zeit nehmen und uns ausruhen, damit diese sich regeneriert? Wenn wir zum Beispiel kurz vor dem Entkommen aus dem Raid noch angeschossen wurden und vielleicht rein theoretisch sogar schwer verletzt sind. Wir müssen uns um diese Dinge noch in den Raids kümmern, meine Freunde. Diese Sachen werden nach jedem Raid nicht automatisch behoben. Das heißt, geht ihr blutend aus diesem Raid raus, ist dieser blutende Zustand in dem Raid trotzdem noch, auch nach dem Raid halt trotzdem noch vorhanden. Das heißt, es kann sein, dass wenn ihr in den nächsten Raid startet, bereits blutend auftretet. Das heißt, ihr habt bereits ein Handicap und solltet natürlich versuchen, wenn ihr in den ersten Raid seid, solltet ihr natürlich dort die Sachen auch noch verbinden, wenn ihr dazu die Möglichkeit habt. Jetzt kamen noch ein paar andere Fragen, die nachträglich noch beantwortet wurden. Die habe ich euch jetzt einfach auch nochmal mit reingeknallt hier und möchte ich euch mal eben näher bringen. Und zwar haben wir einmal die folgende Frage, ob es eine Verbindung, zum Beispiel einen Tunnel von Versteck zu Versteck geben wird. Darauf sagen die Entwickler einfach mal schlicht nein. Wird es die Möglichkeit geben, mit Objekten im Versteck zu interagieren? Ja, die Entwickler planen verschiedene Möglichkeiten zur Interaktion mit den dortigen Gegenständen. Nächste Frage. Wie funktioniert die Behandlung und Erholung des Charakters im Versteck? Also die Behandlung findet automatisch statt und die Effektivität der Regeneration hängt von den jeweiligen Modulen ab, die wir bereits installiert haben. Nächste Frage. Wo können wir zum Beispiel diesen Stromgenerator finden? Also Stromgeneratoren können wir in Raids finden und auch bei Händlern kaufen. Nächste Frage. Wird es möglich sein, den Treibstoff für einen Generator durch Batterien zu ersetzen? Dazu sagen die Entwickler nein, aber wir werden Batterien benötigen, um den Generator selbst zu bauen. Nächste Frage. Wird sich die Optik des Verstecks in verschiedenen Jahreszeiten und an Feiertagen ändern? So, meine Freunde, die Antwort darauf ist, das ist wahrscheinlich und die Entwickler denken tatsächlich darüber nach. Das sind wahrscheinlich so kleine Gimmicks, die die Entwickler dann immer so schnell ändern können, so mit kleinem Weihnachtsbaum drin etc. pp. Ihr kennt das ja bestimmt schon aus anderen Games. Nächste Frage. Wird das Schießen im Versteck Munition verbrauchen? Also zum Beispiel, wenn wir einen Schießstand benutzen. Nein, ansonsten würde halt auch niemand den Schießstand nutzen. Nächste Frage. Wie wird der Verbrauch von Treibstoff funktionieren? Wird dieser verbraucht, wenn wir im Raid, im Spiel oder sogar nicht im Spiel sind? Also die Antwort darauf ist, dass der Treibstoff grundsätzlich permanent verbraucht wird. Aber nicht, wenn wir das nicht wollen. Wir können die Tanks für den Treibstoff von dem Generator trennen und so den Verbrauch einstellen. Das heißt, wenn wir zum Beispiel gerade nicht im Versteck sind etc., können wir das, keine Ahnung, abmachen vorher. Ne? Das ist wie jetzt, ne? Wenn wir die Heizung nicht brauchen und so weiter, dann machen wir die einfach Heizung aus und machen sie erst wieder an, wenn wir nach Hause kommen. Ne? Ganz logisch. Nächste Frage. Werden die Alpha-Tester eine Belohnung für die Inneneinrichtung bekommen? Ja, meine Freunde, wir als Alpha-Tester werden tatsächlich eine Belohnung für die Inneneinrichtung bekommen. Da bin ich mal gespannt, was wir da so Schönes kriegen. Nächste Frage. Wird das Versteck auch ohne Ressourcen funktionieren? Ja, aber es wird wesentlich weniger produktiv sein, das Versteck in dem Moment. Gut, meine Freunde, das war an sich eigentlich schon die letzte Frage. Ich hoffe, ich konnte euch das Ganze ein bisschen näher bringen. Bei vielen kochen und brodeln jetzt bestimmt auch die Köpfe.
und haben noch mehr Fragen, gerade weil natürlich die Fragen einen auch auf viele Ideen bringen und ich habe, alter Schwede, den zeitlichen Rahmen mal richtig gesprengt. Ich hoffe trotzdem, ihr habt mir vielleicht bis zum Ende zugehört und würde mich natürlich freuen, wenn euch das Video gefallen hat, einen Daumen nach oben dazu lassen, falls nicht. Und für alle anderen Kritikpunkte oder Positives etc. benutzt doch einfach die Kommentare unten und schreibt mir rein, was ihr so denkt zu den einzelnen Punkten. Mit diesen Worten und mit voller Vorfreude, meine Freunde, verabschiede ich mich erstmal von euch. Wünsche euch noch eine angenehme Restwoche und bis zum nächsten Mal, euer Gunshot.